gewesen. Sind wir in der Liebe wirklich so triebgesteuert, wie es nach außen den Anschein hat? Eine Bar in Berlin. Die Gäste melden sich für ein Speed-Dating an. 7 Männer treffen 7 Frauen. Jedes Gespräch dauert 7 Minuten. Dann rücken die Männer einen Sitzplatz weiter. Die Hand bitte nach hinten sitzen. Gibt es die Liebe auf den ersten Blick? Eine Frage, die auch die Wissenschaft beschäftigt. 2 der Teilnehmer sind in unserem Auftrag beim Speed-Dating. Sie werden für uns die Geheimnisse der Anziehungskraft erforschen. Zuvor haben sie an der Berliner Humboldt-Universität einen Speicheltest abgegeben. Der Beziehungsforscher Lars Penke analysiert hier Sophies Hormonprofil. Er will herausfinden, wann die Chemie stimmt. Ja, das Schöne an Speed-Dating-Veranstaltungen ist, dass das Ganze halt in einem sehr standardisierten Rahmen abläuft. Das heißt, eine bestimmte Anzahl Männer trifft eine bestimmte Anzahl Frauen und jeder unterhält sich mit jedem eine fixe Zeit, sodass also alle wesentlichen Parameter konstant gehalten sind und man trotzdem aber wirklich den Moment des ersten Kennenlernens erfassen kann. Einmal die rechte Hand. Flirten für die Wissenschaft. Auch bei Nicolas untersucht Lars Penke den Hormonhaushalt. Ein Handscan verrät einiges über Nicolas Testosteronspiegel. Ist der Ringfinger länger als der Zeigefinger, hat er viele männliche Hormone mitbekommen. Mit der Videokamera nimmt Lars Penke die Gesichtszüge und die Stimme von Nicolas und Sophie auf. Auch wenn immer behauptet wird, auf den Charakter kommt es an. Das erste Kennenlernen ist ein rein oberflächliches Abtasten mit allen Sinnen. Es hat sich sehr deutlich gezeigt, dass was Männer wie Frauen sagen, was sie eigentlich in so einer Situation suchen oder in einem Partner suchen, recht wenig mit dem zu tun hat, wie sie dann wählen. Im Endeffekt war aber der große entscheidende Faktor, insbesondere bei den Partnerwahlen von Männern, doch tatsächlich dann die physische Attraktivität. Nur wenige Ergebnisse der Verhaltensforschung sind so eindeutig. Beim Kennenlernen läuft immer noch das gleiche Schema ab wie in der Steinzeit. Unsere inneren Werte sind erst einmal Nebensache. Entscheidend ist die äußerliche Attraktivität. Frauen sind auf den zweiten Blick dann allerdings etwas wählerischer. Verhaltensbiologen erklären das rein biologisch. Männer können fast ihr ganzes Leben lang Kinder zeugen. Bei Frauen hingegen ist der Zeitraum, in dem sie schwanger werden können, begrenzt und sie beschäftigt die Sorge um den Nachwuchs lange über die Geburt hinaus. Beim Flirten springen Frauen deshalb auch auf soziale Qualitäten an, zeigen die Speed-Datings. Männer, die eine Familie versorgen können, haben bessere Chancen. Männer dagegen flirten offenbar nur zu einem Zweck. Hauptsache, sie kriegen eine rum. Wie bei der Jagd, man geht dann halt ein bisschen auf mehrere, dass man halt wenigstens eine bekommt. Um diesen Jagdinstinkt zu analysieren, untersuchen Forscher in Göttingen, wie wir Äußerlichkeiten wahrnehmen. Am Eye-Tracker wird getestet, was Nicolas gefällt. Eine Infrarotkamera ist auf seine Pupille gerichtet. Sie zeichnet auf, wohin sein Blick fällt. Die Forscher glauben, dass beim Flirten unbewusst ein uraltes Programm abläuft, ein Erkennungsmechanismus der Evolution. In Sekundenbruchteilen scannen wir das Aussehen des anderen. Biologische Wahlentscheidungen nach den Kriterien, nach körperlicher Attraktivität, laufen in der Regel ganz schnell ab. Das heißt, innerhalb von wenigen Bruchteilen, eigentlich von Sekunden, bilden sie ihr Urteil. Das ist undemokratisch, das ist hauptsächlich auf körperlichen Merkmalen basiert. Sie machen eine simple Hot- oder Not-Entscheidung, zumindest ihr Gehirn macht das, auch wenn sie es nicht bewusst wahrnehmen. Aber danach verhalten sie sich und danach entscheiden sie, ob sie überhaupt willens sind, vielleicht mit einem potenziellen Partner oder einer Partnerin, die sie etwa in der Disco erspielt haben, überhaupt weitere Gespräche führen wollen. Selbst unsere Haut ist sehr wichtig. Diese Erkenntnis, die jeder von uns spätestens in der Pubertät macht, können die Forscher nun zweifelsfrei belegen. Nicolas sieht ein Gesicht mit unterschiedlichen Hauttypen. Am längsten ruht sein Blick auf dem Gesicht ohne Makel. Ein ebenmäßiger Teint bedeutet Jugend, Gesundheit und gute Gene. Fruchtbarkeit. Ja, das Spannende ist jetzt dabei, wenn wir diese Erkenntnisse haben, dass homogene Hautoberfläche attraktiv wirkt, dann erklärt das bis zu einem gewissen Grad auch, warum gerade hinter dieser gesamten Schönheitsindustrie und diesem riesigen Kosmetikmarkt, würde ich mal sagen, so ein Bedarf überhaupt besteht. Das heißt, man verwendet im Endeffekt Produkte, um das herzustellen, was wir in unseren Studien erkennen, das an sich mal präferiert wird im Zuge der Partnerwahl. Was macht sexy? Im nächsten Experiment untersuchen die Göttinger Wissenschaftler unsere Gesichtsform.
Auch sie sagt etwas aus über Fruchtbarkeit und Gesundheit, also Attraktivität. Sophie beurteilt dazu ein Gesicht, das vom Computer ständig verändert wird. Welches Gesicht ihr am besten gefällt, verrät auch, welche Hormondosis Sophie bei Männern bevorzugt. Kinn- und Kieferknochen gehören zu den sogenannten Hormonmarkern. Sie verraten etwas über den Testosterongehalt im Körper, über Durchsetzungsfähigkeit und Potenz. Wir wissen, dass Frauen solche Männer, solche robust und kräftig aussehenden Männer, vor allem zu einer bestimmten Phase ihres Zyklus, ihres Monatszyklus bevorzugen. Das heißt, genau dann, an den Tagen des Eisprungs, plus minus ein paar Tage davor und einen Tag danach, in dem, was Biologen als fertiles Fenster bezeichnen, haben Frauen eine deutlichere Präferenz für diese Männer, die vermitteln, dass sie in der Lage sind, sich fortzupflanzen. Generell wollen Frauen den Macho offenbar nur fürs Bett. In einer Beziehung vertrauen sie eher dem weichen Typ. Männer sind solche Differenzierungen laut der Wissenschaftler fremd. Die Frau kann nicht weiblich genug sein, sinnliche Lippen soll sie haben und hohe Wangenknochen. Solchen Mustern folgen wir unbewusst. Haben wir uns in Jahrtausenden nicht wirklich verändert? Eine Frage, die auch Forscher in Kiel gerne beantworten möchten. Wie unser Hirn die Triebe steuert, untersuchen Wissenschaftler am Universitätsklinikum. Jorge Ponsetti will wissen, inwieweit Sex und Partnerwahl bis heute archaischen Regeln folgen. Tatsächlich finden Frauen Männer mit Status oder Männer mit Macht sexuell attraktiv. Man findet unabhängig von der Kultur bei Frauen diese Präferenz für einen bestimmten Typ Mann. Für erfolgreiche Männer, für Männer mit Status und Männer mit Ressourcen. Emanzipation und Bildung haben diese Mechanismen offenbar nicht ersetzen können. Männer bevorzugen schöne Frauen mehr als umgekehrt. Das heißt, Männern ist die Attraktivität wichtiger als umgekehrt. Das führt dazu, dass Frauen in einer Situation sind, dass sie merken, dass ihr entscheidendes Kapital auf dem Paarungsmarkt ihr Äußeres ist. Das setzen Frauen erfolgreich ein. Man hat gefunden, dass attraktive Frauen tatsächlich einen gesellschaftlichen Aufstieg erleben und dass der gesellschaftliche Aufstieg von Frauen mehr von der Attraktivität als von ihrer Intelligenz abhängt. Umgekehrt setzen Männer wiederum ihren Status ein, um möglichst attraktive, und das sind häufig auch die jungen Frauen, zu bekommen. Während wir glauben, wir suchen nach Humor, Spontanität oder Seelenverwandtschaft, sind sich die Verhaltensforscher sicher, unbewusst suchen wir uns Partner, die gesunden Nachwuchs garantieren. Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass Männer Frauen gerade an ihren fruchtbaren Tagen am attraktivsten finden. Frauen bewegen sich dann einladender, kleiden sich auffälliger, haben eine ansprechendere Stimme und flirten lieber. Ein Date in diesem Zeitfenster kann für Nachwuchs sorgen. Doch könnte das nicht viel einfacher sein? Warum brauchen wir zur Fortpflanzung überhaupt Sex? Die ersten Lebewesen waren von Natur aus enthaltsam. Sie vermehrten sich durch Zellteilung. Die Befruchtung einer weiblichen Eizelle durch männliche Spermien ist im Vergleich dazu ein recht kompliziertes Unterfangen. Zoologen am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön sind auf der Suche nach Gründen für das Phänomen Sex. Durch die Beobachtung von Stichlingen wollen die Forscher verstehen lernen, wie sich Sexualität auf der Welt durchsetzen konnte. Über 99% der Tiere und Pflanzen pflanzen sich sexuell fort. Und das ist, ich würde mal sagen, das bestgehütete Geheimnis der Biologie, dass wir nicht verstehen, noch nicht verstehen, warum das so ist. Rein rechnerisch ist die asexuelle Vermehrung viel effizienter als die Befruchtung. Bakterien pflanzen sich einfach durch Zellteilung fort, rasend schnell. Sex muss also einen anderen Vorteil haben, mindestens einen. Die Wissenschaftler haben dazu eine Theorie. Täglich sind wir Schädlingen ausgesetzt. Bakterien und Viren greifen unser Immunsystem an. Die Mikroskopaufnahmen der Stichlinge zeigen Parasiten, Würmer, Krankheitskeime. Unter diesem Selektionsdruck, so meinen die Forscher, sei wohl Sexualität entstanden. Bei jeder Befruchtung mischen sich die Gene von Vater und Mutter neu. Das macht jedes Immunsystem einzigartig und erhöht unsere Überlebenschance. Also wir können so zivilisiert und hochentwickelt sein, wie wir wollen. Der Kampf gegen unsere Krankheitserreger ist derselbe, wie er für unsere Vorfahren gewesen ist. Und all diese Dinge, Partner so auszuwählen, dass die Nachkommen möglichst optimal resistent sind, wird weiterhin wichtig für uns sein. Wenn sich alles um die Resistenz dreht, muss das Immunsystem für die Partnerwahl entscheidend sein. Und es muss einen Weg geben, das Immunsystem des anderen zu erkennen und zu bewerten. Die Plöner Forscher analysieren DNA-Proben der Stichlinge
Das Erbgut der Fische soll den Beweis bringen. Sie gehen davon aus, dass ein bestimmter Genbaustein Auskunft über unsere Immunsysteme gibt. Dieser vermittelt sich über den Körpergeruch. In der Tierwelt kommunizieren die Männchen und Weibchen über Gerüche und chemische Lockstoffe. Gilt das auch für uns Menschen? Das untersuchen Psychologen der Universität Düsseldorf. Dazu wird Sophie an ein EEG-Gerät angeschlossen. Es soll ihre Gehirnaktivität aufzeichnen, während sie die Schweißproben verschiedener Männer schnuppert. Auch die Düsseldorfer Forscher glauben, dass sich im Körpergeruch das Signal des Immunsystems versteckt. Die Moleküle des Haupthistokompatibilitätskomplexes, englisch abgekürzt MHC. Die Gene des MHC setzen sich bei jedem Lebewesen zu einem individuellen Profil zusammen. Nur in Familien ist der MHC-Satz häufig ähnlich. Die MHC-Gene produzieren Proteine, die als Antigene in jeder einzelnen unserer Körperzellen sitzen. Ihre Aufgabe ist es, Fremdkörper in unseren Körperzellen zu enttarnen. Sie docken an Bakterien oder Viren an und präsentieren sie an der Zelloberfläche. So wird unser Abwehrsystem alarmiert. Können wir Menschen diese winzigen Proteine tatsächlich riechen? Sophie soll den Männerschweiß bewerten. Während sie über das Olfaktometer die Gerüche der Männer auf sich wirken lässt, werden ihre Hirnströme gemessen. Sophies Gehirn reagiert am stärksten und schnellsten auf den Geruch, der ein ähnliches MHC-Profil hat wie sie. Diesen Duft lehnt sie ab. Ein Warnsignal, sagen die Wissenschaftler. Die Nase sortiert aus. Die Biologie sorgt dafür, dass ähnliche Immunsysteme sich abstoßend finden. Ein Effekt, der vor allem bei nahen Verwandten auftritt. Der Geruch wirkt als Inzestschranke. Das Gehirn antwortet auf den Duft der Gene. Ich habe es auch oft schon bei mir erlebt, dass ich manchmal Leute kennenlerne, die mag ich nicht riechen. Also die haben einen Geruch, den ich nicht ausstehen kann. Der Geruch eines Menschen teilt uns viel mit. Was er gegessen hat, ob er gerade Angst hat oder aufgeregt ist. Das alles beeinflusst unsere Wahrnehmung unbewusst. Entscheidend für die Partnerwahl sei allerdings allein das spezifische Duftsignal des Immunsystems, sagen die Forscher. Es signalisiert uns Abwehr oder Zustimmung. Die Evolutionsbiologen am Max-Planck-Institut in Plön glauben, dass der Körpergeruch die Entscheidung für oder gegen einen Partner bestimmt. Zumindest bei Frauen. Bei Stichlingsfrauen. Ein Stichlingsweibchen im Fließkanal hat die Qual der Wahl. Das Strömungsbecken hat zwei Zuflüsse. Aus diesen werden Wasser und Duftstoffe aus zwei Aquarien mit zwei verschiedenen Männchen zugeleitet. Die Forscher beobachten, in welchem Bereich sich das Weibchen lieber aufhält und messen die Zeit. Oben strömt das Wasser eines sehr abwehrfähigen Männchens ein, das viele MHC-Varianten hat. Unten das eines Stichlingsmannes mit deutlich weniger. Das Weibchen, selbst mit wenig MHC ausgestattet, wählt den Partner mit dem reichen MHC-Satz. Die passende Ergänzung. Diese Konstellation erhält die Vielfalt der Immunsysteme. Im Freien testen die Forscher das Immunsystem von Jungfischen, die aus solchen Paarungen hervorgehen. Ihre Infektionsrate ist tatsächlich am niedrigsten. Aus evolutionärer Sicht ist das ein voller Erfolg. Doch lässt sich diese Erkenntnis auf uns Menschen übertragen? Süßkind, das Parfum, hat Unrecht, wenn er das Ganze so darstellt, als gäbe es das Superparfüm, auf das alle fliegen. Das ist das beste Parfum, das man sich vorstellen kann. Das wird es nach unserer Erkenntnis nicht geben. Unbewusst suchen wir Menschen offenbar nach Düften, die unsere eigenen MHC-Geruchssignale verstärken. Erste Partnerbörsen im Internet bieten Singles bereits an, ihre Immunprofile auf ihre genetische Kompatibilität abzugleichen. Doch wir Menschen, das kommt jetzt nicht überraschend, sind komplizierter als Stichlinge. Und manche Merkmale von Attraktivität lassen sich an Fischen gar nicht untersuchen. Was macht sexy? An der Universität Albany, 3 Autostunden nördlich von New York, steht das erotische Potenzial der Stimme im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Im Labor geben hunderte Studenten Stimmproben ab. Der Inhalt ist neutral. 1, 2, 3, 4. Probanden bewerten, wie attraktiv sie die Stimmen finden. Ein Zusammenhang ist verblüffend. Menschen, deren Stimmen als besonders anziehend empfunden werden, haben offenbar auch ein besonders reges Sexleben. 5, 6, 7,
Auch andere überraschende Übereinstimmungen wollen die Forscher dabei entdeckt haben. Es besteht offenbar auch ein Zusammenhang zwischen Stimme und Körperformen. Frauen, deren Stimmen als besonders attraktiv bewertet wurden, haben eine Art Sanduhrenfigur. Sie haben eine schmale Taille und ausladende Hüften. In der Fachsprache bezeichnen wir dieses Maß als Taille-Hüfte-Verhältnis. Die Göttinger Forscher wollen am Eye-Tracker belegen, dass es ein Ideal im Taille-Hüfte-Verhältnis gibt. Nicolas sieht Rückenansichten ein und derselben Frau, nur die Taille ist retuschiert. Automatisch kehrt sein Blick immer wieder zu dem Bild zurück, das ein Taille-Hüfte-Verhältnis von 0,7 darstellt, zum Foto in der Mitte. Nicht das Gewicht entscheidet also, sondern die Formen. Sie können bei manchen Merkmalen etwas modifizieren, Sie können sich Fett absaugen lassen, Sie können dadurch Ihr Körperbild bis zu einem gewissen Grad verändern und vielleicht verbessern. Aber es gibt ganz zentrale Mechanismen in der Biologie, die den Körper eines Mannes, den Körper einer Frau geformt haben, die sich durch die Schönheitschirurgie nicht nachstellen lassen. Genauso wichtig wie die Figur sind attraktive Bewegungen, meinen die Forscher. Sie analysieren, welche Signale die Bewegungen geben. Versuchen Sie sich eine Szene vorzustellen. Sie sind am Samstag am Abend in der Disco. Sie bekommen von mir etwas musikalische Unterstützung dazu und sollen möglichst natürlich und frei tanzen, so wie Sie auch in der Disco tanzen würden. Wir werden das für etwa. Der Overall soll Nicolas Körperformen verdecken. Später werden die Aufnahmen so verfremdet, dass nur noch Bewegungen zu erkennen sind. Und bitte schön. Gute Tänzer ziehen die Blicke auf sich, das wissen wir längst. Und Frauen können die körperliche Fitness von Männern beim Tanzen einschätzen. Für diese Erkenntnis braucht man keine wissenschaftliche Studie. Doch da ist noch mehr. Das, was wir in unseren Studien herausfinden, da deutet alles darauf hin, dass in der Körperbewegung sowohl über Persönlichkeit als auch über die klassischen Kriterien, die bei der Partnerwahl eine Rolle spielen, Durchsetzungsfähigkeit, Männlichkeit etwa bei Männern, Informationen steckt. Trotz aller kulturellen Unterschiede beim Tanzen, das Muster der Beurteilung scheint immer gleich zu sein. Die Tänzer, die Frauen in Studien anziehend finden, weisen Charaktereigenschaften auf wie Entschlossenheit und Risikobereitschaft. Wie Sophie und andere Frauen das erkennen können, wissen die Forscher leider nicht. Geruch, Bewegung, Stimme und Aussehen lassen einen anderen für uns attraktiv erscheinen oder eben nicht. Doch ist der biologisch attraktive Mensch dann auch der ideale Partner fürs Leben? In New York will die Anthropologin Helen Fischer die ultimative Liebesformel finden. Durch Umfragen und Kernspinnuntersuchungen. Meine Ausgangsthese ist, wenn wir wissen, dass Frauen gegensätzliche Immunsysteme anziehend finden, dann können auch andere Gegensätze attraktiv sein. Warum sollen wir nicht auch auf Menschen mit einem anderen Dopamin, Serotonin, Östrogen oder Testosteronspiegel anspringen? Mit der Mischung können wir noch mehr genetische Vielfalt schaffen und tragen dazu bei, unsere Art zu erhalten. Helen Fischer glaubt, dass diese Botenstoffe im Gehirn unser Naturell entscheidend prägen. Sie hat daraus vier Charaktere ermittelt: den Abenteurer, den Vermittler, den Entscheider und den bodenständigen Typen. In Gesprächen und über das Internet sammelt sie Daten über das Verhalten dieser vier Typen. Und wieder entzieht sich die Partnerwahl des Menschen einer allzu einfachen Kategorisierung. Ich habe jetzt die Angaben von 28.000 Menschen ausgewertet. Abenteuerlustige und bodenständige Menschen, ob Männer oder Frauen, bevorzugen Partner mit der gleichen Biochemie. Vermittler und Entscheider stehen dagegen auf ihr genaues Gegenteil. Sie suchen nach Partnern, die sie ergänzen. Ich denke, diese vier Kombinationen müssen sich wohl in der Evolution bewährt haben. Auch Sophie und Nicolas haben Helen Fischer per Internet Fragen beantwortet. Das Ergebnis der Forscherin? Beide sind Abenteurer und Vermittler zugleich, mit einer ordentlichen Portion Dopamin und Östrogen im Blut. Sie sind auf jeden Fall ein sehr spannendes Paar. Beide probieren gern neue Sachen aus. Sie sind neugierig, kreativ, spontan und sehr einladend. Ich würde sagen, die werden sich in den nächsten Jahren nicht langweilen und richtig Spaß miteinander haben. Spaß miteinander haben. Die Biologie bedient sich offensichtlich aller Formen von Attraktivität, damit wir zueinander finden und Spaß haben. Oder vielmehr Sex. Der Schlüsselmoment für neues Leben. Was passiert im Körper, wenn wir Sex haben,
Welche Rolle spielt das Gehirn? Sophie ist eine von 20 Personen, die zum Test an der Uniklinik in Kiel geladen sind. Jorge Ponsetti will seine These belegen. Unser Körper ist häufig schneller erregt, als uns bewusst wird. Sophie wird an ein EEG-Gerät angeschlossen, das ihre Hirnströme vermisst. Sie weiß nur, dass sie sich Bilder ansehen soll. Jorge Ponsetti hat Landschaftsaufnahmen mit Fotos von Sexszenen gemischt. Einige von ihnen sind zu kurz, um sie bewusst sehen zu können. Der Forscher will herausfinden, ob die Probanden sie trotzdem wahrnehmen. Wir sehen, dass Sexreize, die nicht bewusst wahrgenommen werden, trotzdem die Reaktion des Genitals beeinflussen und in diesem Fall verstärken können. Zur Vermessung der genitalen Erregung führt sich Sophie eine Vaginalsonde ein Gerät in Form eines Tampons. Per Fotozelle kann die Sonde die Durchblutung der Vagina registrieren. Die Diashow beginnt. Fotos von Genitalien, frei von Erotik und Emotionen, blitzen kurz zwischen Farbklecksen auf, nur 20 Millisekunden lang. Unser Auge nimmt das als Bildfehler wahr. Erst ab 30 Millisekunden sehen wir bewusst. Sophies Temperaturkurven belegen, Frauen reagieren auf pornografische Bildreize. Das bricht ein gängiges Klischee. Doch erregt ist Sophie dabei nicht. Ihr Körper hat reagiert, gemerkt hat sie davon nichts. Bis jetzt habe ich immer gedacht, ich spüre das. Also wenn ich jetzt irgendwie eine sexuelle Erregung habe, dass ich das wirklich auch spüre in mir, wo auch immer. Sei es jetzt gedanklich oder sei es wirklich auch in Genitalien oder im Bauch oder irgendwo. Und war sehr erstaunt nach diesen Tests auch, also dass ich da eben wirklich, dass es eine Veränderung gegeben hat in meinem Körper, die ich nicht gespürt habe. Die kanadische Stadt Montreal ist eine Hochburg der Sexualforschung. An der McGill-Universität suchen Psychologen nach einer neuen Messmethode für genitale Erregung. Sie setzen dabei auf eine Technologie des Militärs, eine hochsensible Wärmebildkamera. Sie kann Temperaturunterschiede bis zu wenigen Hundertstel Grad erfassen. Mit dieser Technik können sich Frauen wie Männer gleichermaßen messen lassen. Das war in der Erregungsforschung bisher schlecht möglich. Und die Kamera erzeugt weniger peinliche Gefühle als eine Vaginalsonde. Die Testpersonen schauen erotische Filme, während die Kamera ihre erogenen Zonen im Visier hat. Auf einer Skala von 0 bis 10 bewerten sie anschließend ihr Erlebnis. Endlich kann die Wissenschaft beweisen, was Frauen lange peinlich war. Pornos machen jeden an, auch Frauen. Auch wenn sie es eigentlich nicht zulassen möchten. How much genital change did you feel during the film? 2. Overall, how sexually aroused did you become during this film? 1. Every person who came to the laboratory. Jeder, der zu uns ins Labor gekommen ist, hat es gespürt. Die Temperaturkurve ist gestiegen, sobald wir ihnen einen Sexfilm gezeigt haben. Die Probanden haben sich auch lustige und spannende Filme und Reiseberichte angeschaut, damit wir die Werte vergleichen können. In den Genitalien passierte nichts. Bei den Sexfilmen ging die Kurve dann deutlich hoch. Das konnten wir mit dem bloßen Auge beobachten. Wir brauchen gar keine Statistiken mehr. Es hat einfach funktioniert. Ebenfalls in Montreal forschen Wissenschaftler an einer Substanz, die die weibliche Lust stimuliert. An der Concordia-Universität testen sie dazu Ratten und ihre Reaktion auf ein Mittel, dessen aphrodisierende Wirkung nur zufällig entdeckt wurde. Premelanotid. Es ist ein Arzneistoff, der den Bräunungsfaktor in Sonnencremes erhöhen sollte und dann bei Tests an Menschen erstaunlich erregende Nebenwirkungen zeigte. Nie zuvor hat ein Mittel so eindeutige Wirkung gezeigt, bei Ratten und Menschen, bei Männern und Frauen. Doch der Wirkstoff ist umstritten. Im Gegensatz zu Viagra wirkt er nicht über die Förderung der Durchblutung, sondern stimuliert das sexuelle Verlangen direkt im Gehirn. Verwandelt er so Menschen in willenlose Sexmonster? Ich glaube nicht, dass es uns einfach den Verstand raubt. Es kann aber vor allem sinnvoll für die Generation der Babyboomer sein. Und das ist doch die eigentliche Revolution. Das ist die erste sexuell aufgeklärte Generation. Sie kommen jetzt in die Jahre, wollen aber weiterhin Sex haben. Sie werden sich nicht so einfach mit dem Verlust ihrer Libido abfinden. Musik
Den Durchbruch als Lustdroge hat das Mittel bislang nicht geschafft. Für ein massenwirksames Medikament hat Bremilanotid zu viele Nebenwirkungen. Es verursacht beim Menschen Übelkeit, Erbrechen und hohen Blutdruck. Gerade für Ältere ein Problem. Die Nachfrage nach luststeigernden Substanzen ist immens. Aus gutem Grund. Sex oder vielmehr kein Sex ist die häufigste Ursache für Beziehungsprobleme. Der Sexualmediziner Jorge Ponsetti begründet dies mit den Programmen der Natur. Frauen und Männer hätten rein biologisch einfach unterschiedlich viel Lust. Über die Dauer von Partnerschaften, so wurde in verschiedenen Studien festgestellt, lässt von Seiten der Frauen der Wunsch nach häufigem Sex nach. Und es bleibt dann nur noch ein Wunsch, vielleicht um die Tage des Eisprungs herum Sex zu haben, übrig. Männer hingegen wünschen sich weiterhin regelmäßigen Sex, sagen wir 5-mal die Woche. Der Grund, warum das so ist, ist aus meiner Sicht in der Evolution des Menschen begründet, weil wir früher in Haremsverbänden gelebt haben und die Frauen in diesen Verbänden nur zur Zeit ihres Eisprungs sexuell aktiv waren. Die Männer, die den Harem geleitet haben, hatten im Grunde jeden Tag Sex mit irgendeinem anderen Weibchen. Werden wir noch immer von uralten Verhaltensmechanismen bestimmt? Unterscheiden sich Frauen und Männer wirklich, wenn es um Sex geht? Im MRT der Universitätsklinik Essen soll das Gehirn von Nicolas vermessen werden, denn die Quelle der Libido sitzt im Kopf. Aktive Hirnareale brauchen mehr Blut und mehr Sauerstoff als im Normalzustand. Diese Veränderungen macht der Tomograph sichtbar. Nicolas sieht Pornos. Das MRT scannt dabei sein Gehirn. Die Ergebnisse bedienen alle gängigen Klischees. Männer und Frauen erleben den Sex in unterschiedlichen Welten. Also fühlt sich ja sexuell und körperlich angezogen, bevor man sich auch körperlich berührt. Und das baut ja so dann sozusagen eine Spannung auf, die dann sozusagen endet in der körperlichen Sexualität, aber die anfängt im Kopf. Bei Männern regt sich mehr im limbischen System, der Bereich im Gehirn, der für den Trieb zuständig ist. Bei Frauen schaltet sich eher der Verstand ein, sie kontrollieren sich stärker. Männer sind schneller und intensiver bei der Sache, Frauen lassen sich schneller ablenken. Aber bei beiden Geschlechtern läuft die Erregung ähnlich ab. Durch Reize werden Hirnareale aktiviert, sie setzen eine Kettenreaktion in Gang. Testosteron wird ausgeschüttet, es stimuliert das limbische System, das daraufhin erneut Testosteron ausschüttet. So entsteht eine Erregungsschleife. Ist genug Testosteron im Gehirn, bleibt die Erregung konstant, auch wenn der äußere Reiz nicht mehr existiert. Wir stehen dann unter dem Einfluss unserer körpereigenen Lustdroge. Auch die Sexualwissenschaftler im Jorge Ponsetti in Kiel schauen ihren Probanden ins Hirn. Im MRT, so sagen sie, können sie sogar erkennen, ob ein Proband pädophil sei. Diese sexuelle Präferenz ist eine psychische Störung. Wird sie ausgelebt, führt sie unweigerlich zu Kindesmissbrauch. In einer groß angelegten Studie wollen die Wissenschaftler diese Neigung entschlüsseln und Ansätze finden, wie Pädophile therapiert werden können. Sobald ein Mensch einen sexuell bevorzugten Reiz sieht, dann führt das zu ausgeprägten Reaktionen des Gehirns. Und diese Aktivitätszunahme, die kann man im Kernspintomographen sehr gut messen. Und wenn man sie entsprechend auswertet, kann man das für die Einzeldiagnose der Pädophilie, das heißt für die Erkennung der Pädophilie, nutzen. Das heißt, man braucht einen Probanden nur hineinzulegen und wir können dann, wenn wir das richtig auswerten, sehen, ist der Betreffende pädophil oder nicht. Den Kieler Forschern ist es gelungen, typische Aktivierungsmuster in den Gehirnen einer Gruppe pädophiler Männer zu bestimmen. In einer Bildabfolge sehen Pädophile und gesunde Probanden Fotos von Erwachsenen und Kindern. Das MRT scannt die Reaktion des Gehirns. Die Fotos blitzen so kurz auf, dass der Proband seine Reaktion nicht beeinflussen kann. Als Beweismittel vor Gericht ist die MRT-Untersuchung nicht zugelassen. Männer, die pädophile Neigungen verspüren, können sich freiwillig bei der Kieler Studie vorstellen und sich hier Klarheit verschaffen, um bessere Therapieergebnisse zu erzielen. Der Hintergrund ist folgender. Es gibt Kindesmissbraucher, die sind pädophil und andere Kindesmissbraucher, die sind nicht pädophil. Und die Psychotherapie unterscheidet sich ziemlich bedeutsam, ob der Betreffende pädophil ist oder nicht. Und da viele Kindesmissbraucher bestreiten, pädophil zu sein, weiß man als Kliniker häufig nicht, was für einen Probanden oder was für einen Patienten habe ich vor mir. Und dann ist es gut, wenn man so eine objektive Messung der sexuellen Orientierung hat. Ob und wie sich sexuelle Orientierung messen lässt und was die Konsequenzen daraus sind, wird die Wissenschaft noch länger beschäftigen. Klar ist, auch gesellschaftliche Normen und Tabus beeinflussen unser Sexualleben. Sex wird in jeder Kultur anders gelebt und ist zugleich individuell. Eines aber ist überall gleich.
Unser Instinkt trifft die Entscheidungen. Unsere Sensoren registrieren blitzschnell, ob das Gegenüber als Partner in Frage kommt. Unsere Körper machen etwas miteinander aus, noch bevor es uns bewusst wird. Und am Ende bekommt die Natur meistens, wonach ihr verlangt: Sex. In Hannover nehmen Nicolas und Sophie an einem Versuch teil, der helfen soll, das Phänomen Orgasmus zu verstehen. Im Labor von Uwe Hartmann dreht sich alles um den Höhepunkt der Lust. Das bedeutet, dass Sie heute auf der Liege auch bitte unten liegen und sich relativ wenig bewegen, weil jede Bewegung dann unsere Messwerte verzerrt. Ein Orgasmus unter Laborbedingungen ist eine Herausforderung. Doch nur so können die Sexualmediziner untersuchen, was den Orgasmus so einzigartig macht. Wir haben nicht das Sexualzentrum in unserem Gehirn, von dem wir teilweise vor 20 oder 30 Jahren noch ausgegangen sind, sondern wir wissen heute, auch aus diesen Studien, wo wir also Menschen in diese PET-Scanner legen oder in die FMRTs, welche Regionen alle bei der sexuellen Steuerung beteiligt sind und auch welche Hormone und welche anderen Stoffe alle beteiligt sind. Es ist außerordentlich kompliziert. Es ist wohl die Mischung der Hormone, die den Sinnesrausch bewirkt. Nicolas wird ein sogenanntes Biofeedback-Gerät angelegt. Es misst Blutdruck und Herzfrequenz. Eine Pumpe entnimmt ihm alle 2 Minuten Blut, während er sich mit Sophie vergnügt. Die Versuchsauswertung bestätigt, der Orgasmus ist ein Feuerwerk der Hormone. Eines davon ist Prolaktin, das normalerweise bei Frauen für die Milchproduktion während der Stillzeit sorgt. Sein Wert schießt direkt nach dem Orgasmus in die Höhe und sorgt für ein angenehmes Ende. Prolaktin hemmt die Lustzentren, es macht zufrieden und schläfrig. Ein Effekt, der bei Männern stärker auftritt. Ich bin dann so entspannt, dass ich in ein Loch falle und eher so tendenziell so viel Winterschlaf machen will. Also weil es so schön war und mich da ausruhen muss. Weil da auch so eine Art von Erschöpfung ist. Der Höhepunkt setzt noch eine weitere Substanz frei. Oxytocin. Es ist eine hirneigene Droge. Sie schafft das Gefühl der Geborgenheit. Frauen sind nach dem Sex aktiver. Doch bald beginnt auch bei ihnen der Hormoncocktail zu wirken. Zu diesem Zeitpunkt beginnt im Körperinneren ein Wettlauf um Leben und Tod. Die Spermien auf dem Weg zur Eizelle. Lange war es ein Rätsel, wie die offenbar blinden Keimzellen überhaupt zu ihrem Ziel finden. An der Ruhr-Universität Bochum haben Zellforscher nachgewiesen, dass Lockstoffe den Spermien den Weg zur Eizelle weisen können. Aufnahmen des Fluoreszenzmikroskops machen die Reaktion des Spermiums sichtbar. Der rote Kopf ist das Anzeichen für eine Calciumreaktion. Sie bewirkt, dass das Spermium sich bewegt. Bourgeonal, eine Art Maiglöckchen-Aroma, hat Wirkung gezeigt. Es ist ein synthetischer Teststoff. Wie die menschliche Eizelle wirklich riecht, ist bislang unerforscht. Die Entschlüsselung wäre ein natürlicher Ansatz, um Paaren bei der Empfängnisverhütung und bei der Befruchtung zu helfen. Die Mehrheit der Geschlechtsakte führt nicht zur Befruchtung der Eizelle. Doch die Natur sorgt dafür, dass wir am Ball bleiben. Der Neurobiologe Andreas Bartels meint, der Sinnesrausch funktioniert als Beziehungskitt. Wenn man häufig mit einem Partner Sex hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass man sich auch in ihn verliebt. Bartels zeigt uns, was im Kopf von Verliebten wie Nicolas passiert. Dazu scannt er Nicolas im Kernspin. Nicolas sieht sich Fotos von Sophie an. Löst der Anblick etwas ganz Besonderes in ihm aus? Ja, im Volksmund wird ja gesagt, Liebe macht blind. Was wir gefunden haben, interessanterweise, war, dass genau die Regionen, die in einigen Studien zuverlässigerweise aktiv sind, wenn man eben kritisches Urteil anwenden soll, wenn man beispielsweise die Vertrauenswürdigkeit eines Gesichtes beurteilen soll, dass genau diese Regionen deaktiviert sind, wenn man einen eigenen geliebten Partner vor sich hat. Und das könnte eine Erklärung, eine mögliche Erklärung dafür sein, dass vielleicht manche Leute, die stark verliebt sind, ihr Urteilsvermögen etwas einschränken, ihrem eigenen Partner gegenüber. Minutenlang betrachtet Nicolas jetzt im Wechsel das Porträt von Sophie und Aufnahmen guter Freundinnen. Die Untersuchung belegt, seine Kritikfähigkeit setzt nur bei Sophie aus. Dabei springen 4 winzige Hirnregionen an. Dort werden vor allem Dopamin und Oxytocin ausgeschüttet. Sie verstärken das Glücksgefühl und reduzieren Angst und Stress. Liebe, eine biochemische Reaktion? Evolutionstheoretiker meinen, das Gefühl der Liebe wurde entwickelt, um uns so lange zu binden, bis wir Kinder gezeugt und großgezogen haben. Liebe sei ein archaischer Mechanismus, der uns aneinander binde, ein Kniff der Natur. Der Orgasmus ist deshalb ein Initialerlebnis. Ich finde schon, dass man da halt einander so nahe kommt wie sonst nie. Also dieses wahnsinnig innige Gefühl, das erlebt man nur da. Und
wenn man halt das nicht mehr lebt, dann finde ich, fehlt was. Also mir fehlt dann was in einer Beziehung, wenn man dieses Gefühl auch nicht mehr miteinander teilen kann. Schon eine Berührung oder ein Kuss lassen den Oxytocin-Spiegel ansteigen und schaffen Nähe. Ein einfaches Glücksmittel. Oft vergessen wir das oder finden in unserem Alltagsleben dafür vermeintlich keine Zeit. Für eine gute Partnerschaft sind körperliche Nähe und ein gesundes Sexualleben essentiell. Das zeigt eine umfassende Forschung. Ich glaube, dass der Orgasmus unheimlich wichtig ist für die Paarbindung. Intensive sexuelle Erfahrungen, bei Männern wie bei Frauen, halten Paare zusammen, führen Paare zusammen. Und das muss im Interesse der Evolution und der Natur auf jeden Fall sein. Das körperliche Erlebnis mit einem Partner ist ein einzigartiger und intimer Moment. Sex ist ein Trieb, ein Programm der Natur, viel mehr als die Befriedigung von Lust. Damit wir Sex haben können, wird die Natur nicht davon ablassen, uns Menschen auf Partnersuche zu schicken. Und die Frage, was macht sexy, wird sie immer wieder neu beantworten. Kennt er Nikolas im Kernspin? Nikolas sieht sich Fotos von Sophie an. Löst der Anblick etwas ganz Besonderes in ihm aus? Ja, im Volksmund wird ja gesagt, die Liebe macht blind. Was wir gefunden haben, interessanterweise, war, dass genau die Regionen, die in einigen Studien zuverlässigerweise aktiv sind, wenn man eben kritisches Urteil anwenden soll, wenn man beispielsweise die Vertrauenswürdigkeit eines Gesichtes beurteilen soll, dass genau diese Regionen deaktiviert sind, wenn man einen eigenen geliebten Partner vor sich hat. Und das könnte eine Erklärung, eine mögliche Erklärung dafür sein, dass vielleicht manche Leute, die stark verliebt sind, ihr Urteilsvermögen etwas einschränken, ihrem eigenen Partner gegenüber. Minutenlang betrachtet Nikolas jetzt im Wechsel das Porträt von Sophie und Aufnahmen guter Freundinnen. Die Untersuchung belegt, seine Kritikfähigkeit setzt nur bei Sophie aus. Dabei springen vier winzige Hirnregionen an. Dort werden vor allem Dopamin und Oxytocin ausgeschüttet. Sie verstärken das Glücksgefühl und reduzieren Angst und Stress. Liebe, eine biochemische Reaktion? Evolutionstheoretiker meinen, das Gefühl der Liebe wurde entwickelt, um uns so lange zu binden, bis wir Kinder gezeugt und großgezogen haben. Liebe sei ein archaischer Mechanismus, der uns aneinander binde, ein Kniff der Natur. Der Orgasmus ist deshalb ein Initialerlebnis. Ich finde schon, dass man da halt einander so nahe kommt wie sonst nie. Also dieses wahnsinnig innige Gefühl, das erlebt man nur da. Und wenn man halt das nicht mehr lebt, dann finde ich, fehlt was. Also mir fehlt dann was in einer Beziehung, wenn man dieses Gefühl auch nicht mehr miteinander teilen kann. Schon eine Berührung oder ein Kuss lassen den Oxytocin-Spiegel ansteigen und schaffen Nähe. Ein einfaches Glücksmittel. Oft vergessen wir das oder finden in unserem Alltagsleben dafür vermeintlich keine Zeit. Für eine gute Partnerschaft sind körperliche Nähe und ein gesundes Sexualleben essentiell. Das zeigt eine umfassende Forschung. Ich glaube, dass der Orgasmus unheimlich wichtig ist für die Paarbindung. Intensive sexuelle Erfahrungen, bei Männern wie bei Frauen, halten Paare zusammen, führen Paare zusammen. Und das muss im Interesse der Evolution und der Natur auf jeden Fall sein. Das körperliche Erlebnis mit einem Partner ist ein einzigartiger und intimer Moment. Sex ist ein Trieb, ein Programm der Natur, viel mehr als die Befriedigung von Lust. Damit wir Sex haben können, wird die Natur nicht davon ablassen, uns Menschen auf Partnersuche zu schicken. Und die Frage, was macht sexy, wird sie immer wieder neu beantworten. Stichlingsmannes mit deutlich weniger. Das Weibchen, selbst mit wenig MHC ausgestattet, wählt den Partner mit dem reichen MHC-Satz. Die passende Ergänzung. Diese Konstellation erhält die Vielfalt der Immunsysteme. Im Freien testen die Forscher das Immunsystem von Jungfischen, die aus solchen Paarungen hervorgehen. Ihre Infektionsrate ist tatsächlich am niedrigsten. Aus evolutionärer Sicht ist das ein voller Erfolg.
Doch lässt sich diese Erkenntnis auf uns Menschen übertragen? Süßkind, das Parfum, hat Unrecht, wenn er das Ganze so darstellt, als gäbe es das Superparfüm, auf das alle fliegen, das ist das beste Parfum, das man sich vorstellen kann. Das wird es nach unserer Erkenntnis nicht geben. Unbewusst suchen wir Menschen offenbar nach Düften, die unsere eigenen MHC-Geruchssignale verstärken. Erste Partnerbörsen im Internet bieten Singles bereits an, ihre Immunprofile auf ihre genetische Kompatibilität abzugleichen. Doch wir Menschen, das kommt jetzt nicht überraschend, sind komplizierter als Stichlinge. Und manche Merkmale von Attraktivität lassen sich an Fischen gar nicht untersuchen. Was macht sexy? An der Universität Albany, 3 Autostunden nördlich von New York, steht das erotische Potenzial der Stimme im Mittelpunkt des Forschungsinteresses. Im Labor geben hunderte Studenten Stimmproben ab. Der Inhalt ist neutral. 1, 2, 3, 4. Probanden bewerten, wie attraktiv sie die Stimmen finden. Ein Zusammenhang ist verblüffend. Menschen, deren Stimmen als besonders anziehend empfunden werden, haben offenbar auch ein besonders reges Sexleben. Auch andere überraschende Übereinstimmungen wollen die Forscher dabei entdeckt haben. Es besteht offenbar auch ein Zusammenhang zwischen Stimme und Körperformen. Frauen, deren Stimmen als besonders attraktiv bewertet wurden, haben eine Art Sanduhrenfigur. Sie haben eine schmale Taille und ausladende Hüften. In der Fachsprache bezeichnen wir dieses Maß als Taille-Hüfte-Verhältnis. Die Göttinger Forscher wollen am Eye-Tracker belegen, dass es ein Ideal im Taille-Hüfte-Verhältnis gibt. Nicolas sieht Rückenansichten ein und derselben Frau, nur die Taille ist retuschiert. Automatisch kehrt sein Blick immer wieder zu dem Bild zurück, das ein Taille-Hüfte-Verhältnis von 0,7 darstellt, zum Foto in der Mitte. Nicht das Gewicht entscheidet also, sondern die Formen. Sie können bei manchen Merkmalen etwas modifizieren, Sie können sich Fett absaugen lassen, Sie können dadurch Ihr Körperbild bis zu einem gewissen Grad verändern und vielleicht verbessern. Aber es gibt ganz zentrale Mechanismen in der Biologie, die den Körper eines Mannes, den Körper einer Frau geformt haben, die sich durch die Schönheitschirurgie nicht nachstellen lassen. Genauso wichtig wie die Figur sind attraktive Bewegungen, meinen die Forscher. Sie analysieren, welche Signale die Bewegungen geben. Versuchen Sie sich eine Szene vorzustellen, Sie sind am Samstag am Abend in der Disco. Sie bekommen von mir etwas musikalische Unterstützung dazu. Ihnen tatsächlich riechen? Sophie soll den Männerschweiß bewerten. 2. Während sie über das Olfaktometer die Gerüche der Männer auf sich wirken lässt, werden ihre Hirnströme gemessen. Sophies Gehirn reagiert am stärksten und schnellsten auf den Geruch, der ein ähnliches MHC-Profil hat wie sie. Diesen Duft lehnt sie ab. Ein Warnsignal, sagen die Wissenschaftler. Die Nase sortiert aus. Die Biologie sorgt dafür, dass ähnliche Immunsysteme sich abstoßend finden. Ein Effekt, der vor allem bei nahen Verwandten auftritt. Der Geruch wirkt als Inzestschranke. Das Gehirn antwortet auf den Duft der Gene. Ich habe es auch oft schon bei mir erlebt, dass ich manchmal Leute kennenlerne, die mag ich nicht riechen. Also die haben einen Geruch, den ich nicht ausstehen kann. Der Geruch eines Menschen teilt uns viel mit. Was er gegessen hat, ob er gerade Angst hat oder aufgeregt ist. Das alles beeinflusst unsere Wahrnehmung unbewusst. Entscheidend für die Partnerwahl sei allerdings allein das spezifische Duftsignal des Immunsystems, sagen die Forscher. Es signalisiert uns Abwehr oder Zustimmung. Die Evolutionsbiologen am Max-Planck-Institut in Plön glauben, dass der Körpergeruch die Entscheidung für oder gegen einen Partner bestimmt. Zumindest bei Frauen. Bei Stichlingsfrauen. Ein Stichlingsweibchen im Fließkanal hat die Qual der Wahl. Das Strömungsbecken hat 2 Zuflüsse. Aus diesen werden Wasser und Duftstoffe aus 2 Aquarien mit 2 verschiedenen Männchen zugeleitet. Die Forscher beobachten, in welchem Bereich sich das Weibchen lieber aufhält und messen die Zeit. Oben strömt das Wasser eines sehr abwehrfähigen Männchens ein, das viele MHC-Varianten hat. Unten das eines Stichlingsmannes mit deutlich weniger. Das Weibchen, selbst mit wenig MHC ausgestattet, wählt den Partner mit dem reichen MHC-Satz. Die passende Ergänzung. Diese Konstellation erhält die Vielfalt der Immunsysteme. Im Freien testen die Forscher das Immunsystem von Jungfischen, die aus solchen Paarungen hervorgehen. Ihre Infektionsrate ist tatsächlich am niedrigsten. Aus evolutionärer Sicht ist das ein voller Erfolg. Doch lässt sich diese Erkenntnis auf uns Menschen übertragen? Süßkind, das Parfum,
hat Unrecht, wenn er das Ganze so darstellt, als gäbe es das Superparfüm, auf das alle fliegen. Das ist das beste Parfum, das man sich vorstellen kann. Das wird es nach unserer Erkenntnis nicht geben. Unbewusst suchen wir Menschen offenbar nach Düften, die unsere eigenen MHC-Geruchssignale verstärken. Erste Partnerbörsen im Internet bieten Singles bereits an, ihre Immunprofile auf ihre genetische Kompatibilität abzugleichen. Doch wir Menschen, das kommt jetzt nicht überraschend, sind komplizierter als Stichlinge. Und manche Merkmale von Attraktivität haben Frauen eine deutlichere Präferenz für diese Männer, die vermitteln, dass sie in der Lage sind, sich fortzupflanzen. Generell wollen Frauen den Macho offenbar nur fürs Bett. In einer Beziehung vertrauen sie eher dem weichen Typ. Männer sind solche Differenzierungen laut der Wissenschaftler fremd. Die Frau kann nicht weiblich genug sein, sinnliche Lippen soll sie haben und hohe Wangenknochen. Solchen Mustern folgen wir unbewusst. Haben wir uns in Jahrtausenden nicht wirklich verändert? Eine Frage, die auch Forscher in Kiel gerne beantworten möchten. Wie unser Hirn die Triebe steuert, untersuchen Wissenschaftler am Universitätsklinikum. Jorge Ponsetti will wissen, inwieweit Sex und Partnerwahl bis heute archaischen Regeln folgen. Tatsächlich finden Frauen Männer mit Status oder Männer mit Macht sexuell attraktiv. Man findet unabhängig von der Kultur bei Frauen diese Präferenz für einen bestimmten Typ Mann. Für erfolgreiche Männer, für Männer mit Status und Männer mit Ressourcen. Emanzipation und Bildung haben diese Mechanismen offenbar nicht ersetzen können. Männer bevorzugen schöne Frauen mehr als umgekehrt. Das heißt, Männern ist die Attraktivität wichtiger als umgekehrt. Das führt dazu, dass Frauen in einer Situation sind, dass sie merken, dass ihr entscheidendes Kapital auf dem Paarungsmarkt ihr Äußeres ist. Das setzen Frauen erfolgreich ein. Man hat gefunden, dass attraktive Frauen tatsächlich einen gesellschaftlichen Aufstieg erleben und dass der gesellschaftliche Aufstieg von Frauen mehr von der Attraktivität als von ihrer Intelligenz abhängt. Umgekehrt setzen Männer wiederum ihren Status ein, um möglichst attraktive, und das sind häufig auch die jungen Frauen, zu bekommen. Während wir glauben, wir suchen nach Humor, Spontanität oder Seelenverwandtschaft, sind sich die Verhaltensforscher sicher, unbewusst suchen wir uns Partner, die gesunden Nachwuchs garantieren. Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass Männer Frauen gerade an ihren fruchtbaren Tagen am attraktivsten finden. Frauen bewegen sich dann einladender, kleiden sich auffälliger, haben eine ansprechendere Stimme und flirten lieber. Ein Date in diesem Zeitfenster kann für Nachwuchs sorgen. Doch könnte das nicht viel einfacher sein? Warum brauchen wir zur Fortpflanzung überhaupt Sex? Die ersten Lebewesen waren von Natur aus enthaltsam. Sie vermehrten sich durch Zellteilung. Die Befruchtung einer weiblichen Eizelle durch männliche Spermien ist im Vergleich dazu ein recht kompliziertes Unterfangen. Zoologen am Max-Planck-Institut für Evolutionsbiologie in Plön sind auf der Suche nach Gründen für das Phänomen Sex. Durch die Beobachtung von Stichlingen wollen die Forscher verstehen lernen, wie sich Sexualität auf der Welt durchsetzen konnte. Über 99% der Tiere und Pflanzen pflanzen sich sexuell fort. Und das ist, ich würde mal sagen, das bestgehütete Geheimnis der Biologie. Auch gesellschaftliche Normen und Tabus beeinflussen unser Sexualleben. Sex wird in jeder Kultur anders gelebt und ist zugleich individuell. Eines aber ist überall gleich. Unser Instinkt trifft die Entscheidungen. Unsere Sensoren registrieren blitzschnell, ob das Gegenüber als Partner in Frage kommt. Unsere Körper machen etwas miteinander aus, noch bevor es uns bewusst wird. Und am Ende bekommt die Natur meistens, wonach ihr verlangt. Sex. In Hannover nehmen Nikolas und Sophie an einem Versuch teil, der helfen soll, das Phänomen Orgasmus zu verstehen. Im Labor von Uwe Hartmann dreht sich alles um den Höhepunkt der Lust. Das bedeutet, dass Sie heute auf der Liege auch bitte unten liegen und sich relativ wenig bewegen, weil jede Bewegung dann unsere Messwerte verzerrt. Ein Orgasmus unter Laborbedingungen ist eine Herausforderung. Doch nur so können die Sexualmediziner untersuchen, was den Orgasmus so einzigartig macht. Wir haben nicht das Sexualzentrum in unserem Gehirn, von dem wir teilweise vor 20 oder 30 Jahren noch ausgegangen sind, sondern wir wissen heute, auch aus diesen Studien, wo wir also Menschen in diese PET-Scanner legen oder in die FMRTs, welche Regionen alle bei der sexuellen Steuerung beteiligt sind und auch welche Hormone und welche anderen Stoffe alle beteiligt sind. Es ist außerordentlich kompliziert. Es ist wohl die Mischung der Hormone, die den Sinnesrausch bewirkt.
Nicolas wird ein sogenanntes Biofeedback-Gerät angelegt. Es misst Blutdruck und Herzfrequenz. Eine Pumpe entnimmt ihm alle 2 Minuten Blut, während er sich mit Sophie vergnügt. Die Versuchsauswertung bestätigt, der Orgasmus ist ein Feuerwerk der Hormone. Eines davon ist Prolaktin, das normalerweise bei Frauen für die Milchproduktion während der Stillzeit sorgt. Sein Wert schießt direkt nach dem Orgasmus in die Höhe und sorgt für ein angenehmes Ende. Prolaktin hemmt die Lustzentren, es macht zufrieden und schläfrig. Ein Effekt, der bei Männern stärker auftritt. Ich bin dann so entspannt, dass ich in ein Loch falle und eher so tendenziell so wie ein Winterschlaf machen will. Also weil es so schön war und mich da ausruhen muss. Weil da auch so eine Art von Erschöpfung ist. Der Höhepunkt setzt noch eine weitere Substanz frei. Oxytocin. Es ist eine hirneigene Droge. Sie schafft das Gefühl der Geborgenheit. Frauen sind nach dem Sex aktiver. Doch bald beginnt auch bei ihnen der Hormoncocktail zu wirken. Zu diesem Zeitpunkt beginnt im Körperinneren ein Wettlauf um Leben und Tod. Die Spermien auf dem Weg zur Eizelle. Lange war es ein Rätsel, wie die offenbar blinden Keimzellen überhaupt zu ihrem Ziel finden. An der Ruhr-Universität Bochum haben Zellforscher nachgewiesen, dass Lockstoffe den Spermien den Weg zur Eizelle weisen können. Aufnahmen des Fluoreszenzmikroskops machen die Reaktion des Spermiums sichtbar. Der rote Kopf ist das Anzeichen für eine Calciumreaktion. Sie bewirkt, dass das Spermium sich bewegt. Bourgeonal, eine Art Maiglöckchen-Aroma, hat Wirkung gezeigt. Es ist ein Ob und wie sich sexuelle Orientierung messen lässt und was die Konsequenzen daraus sind, wird die Wissenschaft noch länger beschäftigen. Klar ist, auch gesellschaftliche Normen und Tabus beeinflussen unser Sexualleben. Sex wird in jeder Kultur anders gelebt und ist zugleich individuell. Eines aber ist überall gleich. Unser Instinkt trifft die Entscheidungen. Unsere Sensoren registrieren blitzschnell, ob das Gegenüber als Partner in Frage kommt. Unsere Körper machen etwas miteinander aus, noch bevor es uns bewusst wird. Und am Ende bekommt die Natur meistens, wonach ihr verlangt. Sex. In Hannover nehmen Nicolas und Sophie an einem Versuch teil, der helfen soll, das Phänomen Orgasmus zu verstehen. Im Labor von Uwe Hartmann dreht sich alles um den Höhepunkt der Lust. Das bedeutet, dass Sie heute auf der Liege auch bitte unten liegen und sich relativ wenig bewegen, weil jede Bewegung dann unsere Messwerte verzerrt. Ein Orgasmus unter Laborbedingungen ist eine Herausforderung. Doch nur so können die Sexualmediziner untersuchen, was den Orgasmus so einzigartig macht. Wir haben nicht das Sexualzentrum in unserem Gehirn, von dem wir teilweise vor 20 oder 30 Jahren noch ausgegangen sind, sondern wir wissen heute, auch aus diesen Studien, wo wir also Menschen in diese PET-Scanner legen oder in die FMRTs, welche Regionen alle bei der sexuellen Steuerung beteiligt sind und auch welche Hormone und welche anderen Stoffe alle beteiligt sind. Es ist außerordentlich kompliziert. Es ist wohl die Mischung der Hormone, die den Sinnesrausch bewirkt. Nicolas wird ein sogenanntes Biofeedback-Gerät angelegt. Es misst Blutdruck und Herzfrequenz. Eine Pumpe entnimmt ihm alle 2 Minuten Blut, während er sich mit Sophie vergnügt. Die Versuchsauswertung bestätigt, der Orgasmus ist ein Feuerwerk der Hormone. Eines davon ist Prolaktin, das normalerweise bei Frauen für die Milchproduktion während der Stillzeit sorgt. Sein Wert schießt direkt nach dem Orgasmus in die Höhe und sorgt für ein angenehmes Ende. Prolaktin hemmt die Lustzentren, es macht zufrieden und schläfrig. Ein Effekt, der bei Männern stärker auftritt. Ich bin dann so entspannt, dass ich in ein Loch falle und eher so tendenziell so wie ein Winterschlaf machen will. Also weil es so schön war und mich da ausruhen muss. Weil da auch so eine Art von Erschöpfung ist. Der Höhepunkt setzt noch eine weitere Substanz frei. Oxytocin. Es ist eine hirneigene Droge. Sie schafft das Gefühl der Geborgenheit. Frauen sind nach dem Sex aktiver. Doch bald beginnt auch bei ihnen der Hormoncocktail zu wirken. Zu diesem Zeitpunkt beginnt im Körperinneren ein Wettlauf um Leben und Tod. Die Spermien auf dem Weg zur Eizelle. Lange war es ein Rätsel, wie die offenbar blinden Keimzellen überhaupt zu ihrem Ziel finden. An der Ruhr-Universität Bochum haben Zellforscher nachgewiesen, dass Lockstoffe den Spermien den Weg zur Eizelle weisen können. Aufnahmen des Fluoreszenzmikroskops machen die Reaktion des Spermiums sichtbar. Der rote Kopf ist das Anzeichen für eine Calciumreaktion. Sind wir in der Liebe wirklich so triebgesteuert, wie es nach außen den Anschein hat? Eine Bar in Berlin. Die Gäste melden sich für ein Speed-Dating an. 7 Männer treffen 7 Frauen.
Jedes Gespräch dauert 7 Minuten. Dann rücken die Männer einen Sitzplatz weiter. Die Hand bitte nach hinten sitzen. Gibt es die Liebe auf den ersten Blick? Eine Frage, die auch die Wissenschaft beschäftigt. 2 der Teilnehmer sind in unserem Auftrag beim Speed-Dating. Sie werden für uns die Geheimnisse der Anziehungskraft erforschen. Zuvor haben sie an der Berliner Humboldt-Universität einen Speicheltest abgegeben. Der Beziehungsforscher Lars Penke analysiert hier Sophies Hormonprofil. Er will herausfinden, wann die Chemie stimmt. Ja, das Schöne an Speed-Dating-Veranstaltungen ist, dass das Ganze halt in einem sehr standardisierten Rahmen abläuft. Das heißt, eine bestimmte Anzahl Männer trifft eine bestimmte Anzahl Frauen und jeder unterhält sich mit jedem eine fixe Zeit, sodass also alle wesentlichen Parameter konstant gehalten sind und man trotzdem aber wirklich den Moment des ersten Kennenlernens erfassen kann. Einmal die rechte Hand. Flirten für die Wissenschaft. Auch bei Nicolas untersucht Lars Penke den Hormonhaushalt. Ein Handscan verrät einiges über Nicolas' Testosteronspiegel. Ist der Ringfinger länger als der Zeigefinger, hat er viele männliche Hormone mitbekommen. Mit der Videokamera nimmt Lars Penke die Gesichtszüge und die Stimme von Nicolas und Sophie auf. Auch wenn immer behauptet wird, auf den Charakter kommt es an. Das erste Kennenlernen ist ein rein oberflächliches Abtasten mit allen Sinnen. Es hat sich sehr deutlich gezeigt, dass was Männer wie Frauen sagen, was sie eigentlich in so einer Situation suchen oder in einem Partner suchen, recht wenig mit dem zu tun hat, wie sie dann wählen. Im Endeffekt war aber der große entscheidende Faktor, insbesondere bei den Partnerwahlen von Männern, doch tatsächlich dann die physische Attraktivität. Nur wenige Ergebnisse der Verhaltensforschung sind so eindeutig. Beim Kennenlernen läuft immer noch das gleiche Schema ab wie in der Steinzeit. Unsere inneren Werte sind erst einmal Nebensache. Entscheidend ist die äußerliche Attraktivität. Frauen sind auf den zweiten Blick dann allerdings etwas wählerischer. Verhaltensbiologen erklären das rein biologisch. Männer können fast ihr ganzes Leben lang Kinder zeugen. Bei Frauen hingegen ist der Zeitraum, in dem sie schwanger werden können, begrenzt und sie beschäftigt die Sorge um den Nachwuchs lange über die Geburt hinaus. Beim Flirten springen Frauen deshalb auch auf soziale Qualitäten an, zeigen die Speed-Datings. Männer, die eine Familie versorgen können, haben bessere Chancen. Männer dagegen flirten offenbar nur zu einem Zweck. Hauptsache, sie kriegen eine rum. Wie bei der Jagd, man geht dann halt ein bisschen auf mehrere, dass man halt wenigstens eine bekommt. Um diesen Jagdinstinkt zu analysieren, untersuchen Forscher in Göttingen, wie wir Äußerlichkeiten wahrnehmen. Am Eye-Tracker wird getestet. Sind wir in der Liebe wirklich so triebgesteuert, wie es nach außen den Anschein hat? Eine Bar in Berlin. Die Gäste melden sich für ein Speed-Dating an. 7 Männer treffen 7 Frauen. Jedes Gespräch dauert 7 Minuten. Dann rücken die Männer einen Sitzplatz weiter. Die Hand bitte nach hinten sitzen. Gibt es die Liebe auf den ersten Blick? Eine Frage, die auch die Wissenschaft beschäftigt. 2 der Teilnehmer sind in unserem Auftrag beim Speed-Dating. Sie werden für uns die Geheimnisse der Anziehungskraft erforschen. Zuvor haben sie an der Berliner Humboldt-Universität einen Speicheltest abgegeben. Der Beziehungsforscher Lars Penke analysiert hier Sophies Hormonprofil. Er will herausfinden, wann die Chemie stimmt. Ja, das Schöne an Speed-Dating-Veranstaltungen ist, dass das Ganze halt in einem sehr standardisierten Rahmen abläuft. Das heißt, eine bestimmte Anzahl Männer trifft eine bestimmte Anzahl Frauen und jeder unterhält sich mit jedem eine fixe Zeit, sodass also alle wesentlichen Parameter konstant gehalten sind und man trotzdem aber wirklich den Moment des ersten Kennenlernens erfassen kann. Einmal die rechte Hand. Flirten für die Wissenschaft. Auch bei Nicolas untersucht Lars Penke den Hormonhaushalt. Ein Handscan verrät einiges über Nicolas' Testosteronspiegel. Ist der Ringfinger länger als der Zeigefinger, hat er viele männliche Hormone mitbekommen. Mit der Videokamera nimmt Lars Penke die Gesichtszüge und die Stimme von Nicolas und Sophie auf. Auch wenn immer behauptet wird, auf den Charakter kommt es an. Das erste Kennenlernen ist ein rein oberflächliches Abtasten mit allen Sinnen. Es hat sich sehr deutlich gezeigt, dass was Männer wie Frauen sagen, was sie eigentlich in so einer Situation suchen oder in einem Partner suchen, recht wenig mit dem zu tun hat, wie sie dann wählen. Im Endeffekt war aber der große entscheidende Faktor, insbesondere bei den Partnerwahlen von Männern, doch tatsächlich dann die physische Attraktivität. Nur wenige Ergebnisse der Verhaltensforschung sind so eindeutig. Beim Kennenlernen läuft immer noch das gleiche Schema ab wie in der Steinzeit. Unsere inneren Werte sind erst einmal Nebensache. Entscheidend ist die äußerliche Attraktivität.
Frauen sind auf den zweiten Blick dann allerdings etwas wählerischer. Verhaltensbiologen erklären das rein biologisch. Männer können fast ihr ganzes Leben lang Kinder zeugen. Bei Frauen hingegen ist der Zeitraum, in dem sie schwanger werden können, begrenzt und sie beschäftigt die Sorge um den Nachwuchs lange über die Geburt hinaus. Beim Flirten springen Frauen deshalb auch auf soziale Qualitäten an, zeigen die Speed-Datings. Männer, die eine Familie versorgen können, haben bessere Chancen. Männer dagegen flirten offenbar nur zu einem Zweck. Hauptsache, sie kriegen eine rum. Wie bei der Jagd, man geht dann halt ein bisschen auf mehrere, dass man halt wenigstens eine bekommt. Um diesen Jagdinstinkt zu analysieren, untersuchen Forscher in Göttingen, wie wir Äußerlichkeiten wahrnehmen. Am Eye-Tracker wird getestet,